Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf dem ID-Kanal. Heute reagieren wir mal, Leute, auf ein ganz besonderes Video. Und zwar ist der liebe iCrimex auf dem Kanal von Chabo am Start. Und zwar spielt er mal kurz GTA 5 in Real Life. Und ihr wisst, GTA interessiert mich sehr. Wir schauen rein. Let's go, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Let's go. Ja, ihr habt am... Perfektes Intro erstmal, perfektes Intro. Titel schon gesehen und vielleicht auch am Thumbnail. iCrimex ist in Frankfurt und erwartet uns schon bei der iSportHalle. Ich glaub's nicht. iCrimex, ich komme! Der Bre wartet schon, Alter, es ist so früh am Morgen. Junge, was geht bei dem ab, Alter? Was geht da bei dem ab? Übrigens, ein nicer Mercedes. So ein bisschen oldschool. Um 8 Uhr und der ist einfach schon um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr loszufahren. Nee, ich lüge, Alter, wir haben 9 Uhr. Er ist ein bisschen später aufgestanden. Trotzdem hat er den frühen After mit dem Dreck gefangen. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Max, fast vom LKW mitgenommen worden. Bruder, hast du überhaupt die GoPro an? Scheiß auf die GoPro, scheiß auf alles. iCrimex ist da. So, wir fahren jetzt. 100%, Alter, das ist so ein richtiger Fanboy-Moment. Ich wette, Leute, jeder, der so riesen Fan von einem YouTuber ist, würde 1:1 so aufgeregt reagieren, wenn man merkt, Alter, ich treffe mich mit dem YouTuber. Ich treffe mich mit dem bald. Hier nach rechts und da gleich bei der iSporthalle rein. Oh, was ein Stau hier. iCrimex, ich komme. Ich muss kurz überlegen, wie ich den Herrn begrüße. Den kleinen Keki Kek. Ich habe hier ein paar Rauchwolken. Vielleicht mache ich eine an, damit er uns direkt zu Gesicht bekommt. Also ich hätte jetzt gedacht, man begrüßt sich, indem man sich die Hand gibt. Oder halt, wenn man, sage ich mal, auf Abstand geht, einfach sagt, yo, was geht, bre, bra, bri, bra, brub, bratan, wie geht's dir? Er macht einfach mit Farbbombe begrüßen, yo. Alles klar. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hier irgendwo müsste er chillen. Er hat mir bei WhatsApp schon geschrieben. Ich habe einfach WhatsApp-Nummer von iCrimex. Oh, Dings ist schon am Start, Bruder. Abschleppdienst ist schon am Start. iCrimex, hast du Abschleppdienst schon gerufen? So, warte, wir machen jetzt den hier. Warte, wo ist der? Der ist da hinten. Der weiß das. Der guckt ja meine Videos. Der weiß ja, wo ich immer chille. iCrimex, ich komme! Wieso geht das nicht ab? Fuck! Kaputt gemacht. Scheiße! Oh nein! Warte, ich hab aber noch eine. Warte, ich muss das hier kurz. Das ist Fummelarbeit, Leute. Ja, aber Mama, Fenster lieber auf. Oder Dachfenster. Moment kurz. Ja, was ist das? Wer hat denn diese Scheiße hier gemacht, Junge? Hab ich überhaupt Feuerzeug dabei? Ich glaube, ich hab Feuerzeug dabei. So. Okay. Sorry für die WhatsApp-Geräusche. Ich weiß nicht, was Chabo für Substanz oder was auch immer, was der da gemacht hat. Oder was er vielleicht ein bisschen zu viel Kaffee getrunken. Aber der liebe Chabo macht mir ein bisschen Angst. Max! Wir müssen ihn begrüßen. Das ist eine Gaswolkenbegrüßung. Feuerzeug. Digga, wenn ich eine Gaswolkenbegrüßung mache, Alter, dann furze ich doch lieber einfach. Jo, was geht, Alter? Ah, Junge. Das wird besser. Mit was für einem Auto ist er da? Mit Lambo? Gaswolkenbegrüßung. Rauchbombe ist kein Gas. Mit seinem Range. Oh, ich seh ihn. Digga, ich seh ihn sogar von hier. Junge, was für ein dickes Auto. Oh, Junge, der ist ja rich, der Junge. Ich kann jetzt nicht direkt hier starten, da ist ein Mensch. Verdammte Scheiße. Warte, ich mach jetzt an. Oh, Bro. Oh, Junge, Alter, Max. Max, willst du Versicherungsbetrug begehen? Warum läuft der hier vor einem Bus? Oh mein Gott. Bro. Ich dachte, ich überfahre dich gleich. Ach, das war der gar nicht? Ich dachte, das wäre der. Junge, was für eine Begrüßung. Es ist nicht normal, was auf diesem Dreckskanal abgeht. Ich hoffe, er chillt im Auto. Bruder, ist er überhaupt da? Ist er das überhaupt? Bro, was geht? Er hat einfach Käppi auf, Alter, und Sonnenbrille. Der ist direkt im Urlaub, alle hier bei mir. Wow. Was geht, Bro? Ja, einen wunderschlechten, guten Dreck wünsche ich Ihnen, Herr iCrimex. Willkommen auf meinem Kanal. War das eine gute Begrüßung? Das war eine sehr, sehr geile Begrüßung. Sehr geil, gell? Oh, scheiße, Alter. Mich würde es aber interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass die beiden ein Video machen? Also ich kenne Chabo nicht, jetzt kenne ich ihn. Was ist der Grund für das Erscheinen von iCrimex?
Es kommt ein bisschen viel Rauch raus. Oh, Digga. Junge, du hast mich echt früh geweckt heute Morgen. Ich bin noch nicht ganz wach. Deswegen, wir müssen direkt anfangen hier mit der Zerstörung. Zerstörung? Das Video läuft, ist so bei mir auf dem Kanal. Es gibt. Bro, warte mal, ich hab noch was mitgebracht. Ah, du hast doch was dabei. Okay, Bro. Ich dachte mir so auf kreativ, ich will auch mit zerstören. Okay, krank. Ich hab sowas mitgebracht. Oh. Das kann man anzünden und irgendwas passiert damit. Ich weiß selbst nicht genau. Wir gucken jetzt direkt. Testen es einfach. Das machst du jetzt direkt, komm. Komm. Aber nicht, dass das irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, dass wir das Auto in die Luft jagen. Wäre auch geil. Ist egal. Boah, ich muss sagen, du bist voll die Maschine, Alter. Ich dachte, du wärst so ein bisschen... Hat er nicht gesagt. Also für die Aussage, glaube ich, hat Shabu ihm Offcam erstmal das Gesicht berührt. Ja, natürlich, genau. Ganz sanft, ja. Maschine? Ich dachte, du wärst so kräftiger. Siehst du deinen Körper? Manchmal zeigst du so diese... Ja, diese Bauch, meinst du? Aber ist schmackhafte Bauch. Aber ich dachte, du wärst ein dickeres Gesicht. Chabi. Sorry, ich geb dir das mal kurz. Ich muss ein bisschen wach werden, weißt du? Wir haben 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Ich muss kurz ein bisschen hier aus. Ey, aber ich weiß nicht, was machen die jetzt? What the hell, Alter? Der haut einfach drauf. Warum? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht Lichter und so kaputt machen. Weil ich muss noch ein paar Parts machen. Ich habe gestern mir dein Video angeschaut. No way! Seht ihr das? Hier der Mercedes-Stern. Da ist einfach der Stern verschwunden. Es ist einfach nur dieser Engel. Also dieses Teil ist nur drauf. Das ist alles. Nur das Innere fehlt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich habe generell keine Ahnung, wie er das geschafft hat, diese fette Beule da zu machen. Ja gut, mit einem Hammer offensichtlich. Ja, ich weiß. Das wollte ich gerade sagen, Bro. Das wollte ich doch gerade erwähnen. Ey! Das war ein kleiner Unfall gestern. Ich habe so ein paar Abonnenten getroffen. Aber du kannst ihn trotzdem abreißen. Ich versuche den trotzdem abzureißen. Du wolltest den als Kette benutzen, gell? Ich dachte, ich hänge das hier dran. Ja. Aber Bro, ist leider nicht Ice Out. Ich kann die Ice Out machen, wenn du willst. Das ist schon krass. Ja, mach ich. Reiß ab, komm. Denkst du, das geht? Das geht. Das geht einfach. Ja. Früher habe ich sehr viele Mercedes-Sterne geklaut. Das geht auf jeden Fall. Oh, das ist voll fest, Mann. Ah, man merkt, du bist noch Anfänger. Okay. Also im Ernst, ich dachte, das geht voll easy ab. Also ich habe wirklich gedacht, das geht voll einfach. Okay. Hast du eine Zange oder so? Du brauchst keine Zange, Bruder. Du machst einfach den hier. Oh. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Ich besorg dir irgendwann mal einen, wenn du wieder hier bist. Boah. So kann man noch Türen schließen. Das mache ich immer als Morgenroutine. Keine Sorge, Leute, der tunt das Auto einfach nur aerodynamisch auf, also er macht es windschnittiger, finde ich cool. So ein DIY-Upgrade fürs Auto ist auch eine schöne Sache. Okay, jetzt bin ich wach. Du killst mich einfach, ehrlich so. Jetzt können wir an die Arbeit gehen. Ich dachte schon, das wird zu verrückt, aber es ist noch kranker, als ich dachte so. Das freut mich sehr. Sollen wir einfach mal testen, was passiert? Ja, teste. Sollen wir das ins Handschuhfach du? Oh, kannst nein. Du auch machen, ja. Da sind zwar alle meine Papiere drin, aber egal. Oh, warte, wir stecken das hier vorne drauf. Hoffentlich explodiert der Motor. Oh. Oh, oh. Passt genau. Läuft. Ach, du passt genau. Dabei. Nice, ja. Okay. Wunderdreckig. Ist schon cool, oder? Ja, du siehst sehr gut aus. Das ist ein schönes Thumbnail. Eigentlich müssen wir gleich mal fahren damit. Wir machen das gleich nochmal. Das wäre nice, dann ja. Aber bist du wach? Ja. Du bist wach, komplett. Noch ein bisschen wach musst du werden. Ich bin müde, Alter. Ich bin das, voll was, ne? Das ist ja voll. Das ist noch der kleine, ich hatte noch einen größeren. So eine Maschine, ne? Ich mach das schon ein Jahr lang. Ich hab das noch nie gemacht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Du kannst auch auf das Glas draufhauen. Nein. Doch. Ja, das ist gut. Ja. Kletter aufs Auto und hau gegen das Schiebedach. Oh nein, gegen das Schiebedach. Oh nein! Egal, weil, pass auf, Moment, wo habe ich die Tüte? Die dreckige Tüte! Ja. Zack, ich habe auch an alles gedacht. Das war schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Das war auch schön. Geh hoch. Moment mal, wie lange spielst du schon GTA? 8 Jahre? 8 Jahre. 8 Jahre, da hast du doch hier beste Voraussetzungen. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Mach. Ich bin bei dir. Oh mein Gott. Warte.
Dafür habe ich auch gesorgt, Bro. Er hat recht. Wie konnte ich das vergessen? Ich vergesse immer diese dreckige Scheißschutzbrille. Junge, ein Bild. Ja, natürlich, Freunde, ihr wisst Bescheid, Sicherheit geht vor. Für professionelles Personal ist gesorgt. Für den After. Heftig. Oh. Heftig. Wow. Was ist das? Das ist kein Glas. Das ist Panzerglas in der. Hä? Ja, Mann, ich sag dir doch, albanische. Da kommt nichts durch. Mach mal nochmal fester, richtig fest. Oh mein Gott, was? Das Teil springt ja schon raus aus dem Wagen. No joke. Was ist das für eine heftige Plexiglasqualität? Alter, what the fuck? Warte, ich geh mal runter, mach du mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie? Alter, was? Verbauen die wirklich Panzerglas? DF. Ich sag dir doch, albanische Drogenkurier-Edition. Ja, ich hab noch eine dabei. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter, dass das nicht kaputt geht. Heftig. Oha. Warte, wir nehmen. Das ist zu heftig. Bevor wir losfahren, können wir noch eine Sache machen. Ne, warte mal. Wir fahren lieber jetzt los, weil erfahrungsgemäß kommen genau jetzt die Bullen. Wir haben jetzt schon 2 Sterne. So, steig ein. Haben wir alles? Wir haben alles. Oh! Was du gemacht hast. Yo, einmal die obere Konsole, die hat es nicht ausgehalten, aber das Glas, ja, das ist drin. Das bleibt auch drin. Müssen wir ein bisschen reinstecken. Nicht, dass du hier mir noch einen Stromschlag bekommst. Wie findest du den Namen von dem Auto? Avantgarde. Afterguard. Okay, guter Name. Hey, sag mal ehrlich, was ist so, wie viele Likes machst du immer so auf deine Videos? Einfach Interview. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Was? Ey, Bro, also ich sag dir echt, für diese Kollabo jetzt hier müssen die Leute eigentlich mindestens 30.000 Likes auf das Video. Dann gucken wir mal runter, Leute. 48.000 Likes. Holy moly. So, jetzt ist einer mehr. Heftig. Absolut heftig. Mindestens. Ansonsten wäre schon schwach. Das wäre einfach das 50-fache von mir. Soll ich noch das Ding vorne drauf machen? Ja. Gute Idee. Ich versuche das Schiebedach derweil aufzumachen. Scheiße. Bro, ich krieg das Schiebedach nicht auf. Boah. Ja, Schiebedach ist ja jetzt eingeklemmt. Verdammt. Oh, wie gut. Ach, Junge, wir haben schon 3 Sterne. Alclimax, wir haben 3 Sterne. Oh. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Junge, jetzt kommt er mir hier auf die Idee, das zu machen. Oh, Dreck. Oh, Junge, was für ein gepimpter Mercedes. Ey, das ist schon geil. Das müssen die serienmäßig einführen bei Mercedes. Ja, im Ernst, warum macht das Mercedes nicht? Warum machen die das nicht? Einfach Benza mit Wunderkerzen-Edition. Heute mit Chabo unterwegs, ihr wisst Bescheid. Die Leute haben meine Kommentare auseinandergenommen. Sie schreiben Chabo. Chabo hat mich eingeladen. Auch bei Instagram. Chabo, überall. Ja, die wollen das sehen. Die wollen sehen, wie du GTA in Real Life machst. Ja, safe. Bist du schon mal so irgendwo krass runtergebrettert, so Treppen oder so mit so einem Auto? Leider nicht, weil hier in Deutschland ist das extrem strafbar und so. Ich bin ja auf der Suche nach einem Grundstück, aber ich sag dir ganz ehrlich. So auf privat gedacht? Ja, das ist extrem schwer zu finden, wenn dann nur im Osten. Ja, das ist ja schon klar. Nicht das Finanzielle ist dann das Problem, sondern der. Einfach das Auto hat alle möglichen Fehlermeldungen im Tacho. Hier Licht funktioniert nicht, da Motorkontrollleuchte. Alles ist am Leuchten. Vermieter, wenn ich dann sage, was ich drauf mache. Achso, ich dachte, du willst es jetzt kaufen. Hier, ESP ist deaktiviert. Nee. Auch da hast du Schwierigkeiten. Wenn du es kaufst und das Auto zum Beispiel in Öl verliert oder andere Flüssigkeiten. Und dann bist du gefickt. Das darf ja nichts im Boden landen in Deutschland. Ja, Bro, also du kannst, wenn du willst, anfangen hier zu zerstören. Ehrengas darf alles zerstören, außer Frontscheibe. Frontscheibe und Reifen zerstechen. Ansonsten darfst du alles machen, was du willst. Also ich hätte erstmal Lenkrad abgebaut. Ich hätte erstmal Lenkrad. Dann Gangschaltung. Und ja, dann war's das. Das muss noch fahren können. Boah. Das muss noch fahren können, okay. Yo. Ich sehe, du hast meine Videos gesehen. Alter, was macht der da? Schau mal, das sieht jetzt so. Was ist das denn? Oh, das war vom Vorbesitzer. Ach so, ja. Nice. Warte kurz, hat er das. Ja, Mann. Einfach Tuning geworden, das Video. Einfach Los Santos Customs. Ich weiß nicht, was die Leute sagen. Das ist einfach Los Santos Customs. Das Auto wird nicht zerstört, es wird geupgradet und getestet auf Herz und Nieren. Panzerglas, Krokodilleder, Interieur. Wie hält der Radio noch? Das Radio. Schreppe. Oh, ey, der geht sogar noch.
Ja, es geht. Darf nicht sein, dass hier noch was funktioniert. Oha. Oh, ich hab gestern im Video gesagt, das ist unkaputtbar. Du hast es geschafft, Bro. Das ist der Trick einfach. Oh, Digga, wie das splittert. So, wir fahren jetzt hier rein. Ah, kennt man doch auch hier, ne? Kennt man auch, ja. Ich hab Parkplatz gefahren bin, als ich die Aral-Tankstelle gesehen habe, ich dachte direkt so, das ist die Chabo-Aral-Tankstelle. Ja, Mann, das ist die Chabo. Eigentlich müssen die dir schon sponsoren. Oh, Felge. Guck mal, wie der hier hochgeht. So locker. Deswegen fahren so viele Albaner das Auto. Krass, yeah. Also diese wirklich? Alten no joke. Ich meine das jetzt real talk. Diese alten Autos, ne? Du kannst mit denen machen, was du willst. Die gehen nicht kaputt. Und dann fährst du mit einem 60.000 Euro Mercedes oder so. Du musst super aufpassen auf jede kleine Bodenwelle, auf eine Felge, dass die nicht zerkratzt und so. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr euch in so ein altes Auto setzt, egal, ob es mit Gangschaltung ist sogar, ihr ballert damit durch schneller als mit anderen Autos, weil ihr einfach confident seid, dass wenn ihr es schrottet, es kostet euch dann nichts. Und das macht einen dann zu einem guten Fahrer, wenn man so ein Billigauto nimmt. Weil man dann einfach weiß, wie sich das anfühlt und man riskiert halt mehr oder man lernt halt Grenzen früher kennen. Und man lernt dadurch auch gut zu fahren. Man lernt Abstände einzuschätzen, ne? Man versucht jetzt, wenn man rückwärts einparkt, sodass man jetzt, ne, wenn man einmal kurz dort berührt, dann ist vielleicht nicht Ende der Welt, für dich zumindest, also für den anderen wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist halt wirklich so, Leute, ihr könnt mit einem alten Auto, könnt ihr machen, was ihr wollt, ist völlig egal, ob die Felge zerstört wird, es ist alles gut. Das ist eigentlich unzerstörbar. Ach so, Waschstraße wolltest du ja noch fahren, Mensch, stimmt? Ey. Waschstraße und Powerschaum. Verpiss Winter Edition. Ach du Scheiße. Bro! Okay, die andere. Ja, schmeiß rein. Bruder, geht's nicht? Okay. Jetzt. Ui. Oh, Leute. Ja, was kann ich sagen? Interessante Kooperation, wirklich heftig. Ich bin super gespannt, Freunde. Lasst an der Stelle mal einen Gaumen nach oben da, Freunde. Lasst einen Gaumen nach oben da, wenn ihr den Gaumenschmaus mit dem zweiten Teil haben wollt. Zeigt es mir jetzt mit einem Like, damit ich weiß, dass ihr den nächsten Teil mit iCrimex und Chabo haben wollt. Und ja, ansonsten checkt die Beine natürlich aus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID zurück ist raus, haut rein, Freunde. Ciao.